Heute wird's speziell. Damit herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Es geht nämlich nicht nur in irgendein Pilzkönigreich, sondern in das Pilz-Urkönigreich. Und das ist sehr, sehr eigenartig, weil am Anfang, da war nur eine Wüste und alles wirkt irgendwie urzeitlich ganz komisch. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, quasi. Das Urkönigreich. Let's go. Ist eine spezielle Stage tatsächlich, weil es ist ein Scrolling-Level quasi, als Stage verpackt. Scrolling-Level, wie ich Scrolling-Level liebe. Das Zitat muss ich jetzt hier bringen. Ja, wen nehmen wir hier? Das ist jetzt die Frage. Sehr, sehr gute Frage, actually. Ach komm, nehmen wir Inkling. Ja, Pilz-Urkönigreich ist wirklich eine interessante Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer kommt auf sowas? Ne? Guck dir das mal an. Da wären Items drin normalerweise. Auch hier natürlich jetzt nicht. Weil wir die Items ausgestellt haben. Die Röhren kann man nicht benutzen. Und ihr seht, das ist ein reines Scrolling-Level. Ich glaube, das ist sogar 1-1, ne, von Super Mario Bros. Nur natürlich ohne Goombas. Ja, im Urkönigreich waren nicht mal Goombas, Leute. Das ist ja der Witz. Da fehlten sogar die Goombas. Die Röhren sind so ein bisschen verrostet. Wie auch Stahl, ganz komisch. Also, ihr merkt schon, ist sehr interessant. Competitive natürlich nicht erlaubt. Totaler Bullshit. Walk-off-Stage, die sich auch noch bewegt. Gar nicht erlaubt. Competitive natürlich 5. Vom Design und von der Idee her gefällt mir das extrem gut. Macht auch mega Fun. Also Design gebe ich wirklich, auch wenn der Hintergrund relativ monoton ist, aber man weiß, was es darstellen soll, finde ich das ja eigentlich ganz nett. Designtechnisch gebe ich wirklich hier eine 3+. Was ich echt nett finde. Vom Spielspaß her gebe ich wirklich eine 2+, weil ich mag die Idee dahinter, man. Einfach ein Mario-Level spielen, ein klassisches Mario-Level im neuen Gewand. Und es als Smash-Stage verpacken. Ich finde das nett. Gerade mit Items kann das ziemlich witzig sein mit 8 Leuten. Das ist mal ohne Kack. Ich kann auch Minispiele erfinden. Zum Beispiel, dass man keine Moves macht und einfach nur überlebt. Gendorf, der noch langsamer ist als ohnehin schon. Metall-Gendorf oder so im Spezial-Smash. Und hier ist das Ziel. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Die Stage hat wirklich noch nicht mal gespielt. Guck mal, das Zielhaus ist auch in die Jahre gekommen. Eingang ist verbarrikadiert. Extrem komisch, oder? Ich find's nett. Insgesamt würde ich der Stage eine 2 geben. Wie gesagt, Spielspaß ist auf jeden Fall vorhanden. Nur competitive. Kannst du ihn natürlich wieder vergessen. Ich glaube, jetzt geht's wieder von vorne los. Ah, ist natürlich ehrlich. Ich dachte, hier hat man noch einen Höhlenabschnitt gemacht. 1-2 oder so. Na, das ist wohl nicht der Fall. Es wiederholt sich damit. Das finde ich relativ schade, aber gut. Kann man wohl nichts machen. Könnte man, denke ich, auch da nicht umsetzen. Machen wir hier diese Musik, ey. Mario Bros. 2. Whatever. Hat man wieder gesehen, wie schlecht der Upsmash von Samus ist. Deswegen spielen ja auch schlaue Spieler Dark Samus. Nur dumme Spieler Samus. Oh shit, ich hab gar keine Ink mehr. Gerade schön Tech chasen. Down to Side B. Oh, der Buddy ist natürlich hier gemein. Wenn ihr da, wenn das scrollt, hier am Rand ein Buddy, dann kann es sein, dass es einen killt bei hohen Prozenten. Junge, kann ich schön campen. Ja, solche Stages werden wir auch noch häufig erleben. So Bewegungsstages quasi und finde ich eigentlich mal relativ spaßig. Ich finde die ganz nett. Einige Minigames mitmachen. Packland, diverse andere Mario Stages sind in diesem Stil. Dann gibt es noch die Retro Kirby Stage, die mag ich persönlich nicht so. Die ist mir ein bisschen zu retro. Die Farben einfach nur grün sind. Was ist das?
Quatsch. Und damals auf dem 3DS nicht gemacht. Junge, was ist das? Mann, ey, haben die sich verschworen gegen mich? Könnt ihr euch ja ruhig mal untereinander bekriegen, ne? Ja, geht doch. Das ist eher 1 gegen 1. Zack! Und einfach rausgeschmissen. Walk-Off sei Dank. Bedank dich bei Walk-Offs, Duckhunt. Ich habe leider nicht gesehen, wo er ist. Hätte ich wahrscheinlich töten können. Junge, die Stage. Eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren, ne? Was haltet ihr von solchen Stages oder von der explizit? Würde mich doch dann mal brennend interessieren. Okay. Das wäre das. Jetzt mit ohne Ersatz, wie es klingt. Dann kann man die Blöcke, glaube ich, nicht zerstören. Das ist noch dümmer, to be honest. Dann ist man die ganze Zeit in so einer Tech-Situation geforst. Das ist noch viel dümmer jetzt. Aber egal. Ich zeige es euch trotzdem. Ich zeige ja alle Versionen der Stage. Und somit natürlich auch das hier. Pilz-Urkönigreich. Hazards off. Gegen Melinda. Na dann mal los. Nee, was? Das bleibt jetzt so? Nee, wollte ich gerade sagen. Am Anfang sah ein bisschen komisch aus. Ich will mich jetzt hier nicht wegfrauen lassen. Ich will noch nicht bei dem Low-Prozenten sterben. Zack. Ja, wurde natürlich geparried. Ist klar. Level 9. Oh, der Snipe. Let's go. Oh, bin ich tot? Ne. Oh Gott, diese Walk-Offs. Scrolling Stage und Walk-Offs, ey. Ja, wunderbar. Können wir Schöneres vorstellen. Wo bin ich? Oh Mann, ich sehe mich manchmal selber an. Zum Glück wird die Angel gerade behindert von Melinda. Zack. Und? Leider nicht. Komm her. Schade. Jetzt bloß nicht grabben oder angeln lassen. Wenn die da schön da hinten campt. Muss echt nicht sein. Dann bin ich definitiv tot bei den Prozenten jetzt. Ich versteck mich da mal. Fürs Ink nachladen reicht's. Schön. Oh, da war eine Falle. Die sieht man hier gar nicht bei dem Boden. Beste Stage für Melinda. Kann die ihre Fallen gut tarnen. You activated my trap card, Yui. Da war es schon nur ein Stock. Kriegen wir hin. Easy. Eine Herausforderung für mich. Okay, das killt. War ich ein bisschen zu nah dran, dann hat das natürlich mehr Knockback. Oh, schon wieder gesniped. Let's go. Was ist das für Inkling, ey? Nach all den Jahren endlich mal ein guter Inkling, ey. Schön, schön. Jetzt kommt die Battlefield-Version. Ich finde das so interessant, Mann. Pilz-Urkönigreich. Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, ne? Diese Idee dahinter mit der Wüste und so, wie es damals ausgesehen hat. Also man stellt sich quasi vor, wie hat es damals ausgesehen? Wo es noch nicht mal Leben im Pilzkönigreich gab. Wo es keine Pflanzen gab. Nichts. Wo alles noch verlassen war. Nämlich so hat es ausgesehen. Du hast doch keine Prinzessin Peach, keine Toads. Die haben erst dem Pilzkönigreich Leben eingehaucht. So kann man das zumindest deuten. Das finde ich echt interessant. Oder was meint ihr? Not bad, ne? Schauen wir uns jetzt die Battlefield-Version an. Mal gucken, wie das aussah. Oh nein, nicht Fox. Naja, das war das mit den kleinen Blöcken. Das erinnert dann sehr stark an Super Mario Land. Da waren die Blöcke auch so klein. Die sind auch in den Stil gehalten. Das ist ein kleines Mario Land Easter Egg quasi dann.
Finde ich auch nice. Otter! Inkling? Danke. Was macht der da unten, ne? Otter! Oh, der Abtilt von Fox, ne? Dazu sage ich bald nichts mehr, ey. Der Abtilt ist echt dumm. Oh, das ist vor Glory Fox mit Side B on Stage. Ist doch nicht gut. Smash 4 war es besser. Selbst da war es punishbar, wenn man es readet. Junge, dieses Side B ist so schlecht. So ein schlechter Fox. Da warte ich nicht mal. Wenn ich Side B halt genervt wurde, ein bisschen geht nicht mehr in diesem Spiel. Okay. Interessant, was geht hier ab? Schön festgehalten, damit er auch von der Splatbomb erwischt wird. Schein, das ist nicht Melee. Fox, das weißt du schon, ne? Oh. Er hat es runtergezogen, er hätte Upsmash finishen können. Unglaublich, what? Okay, die Laser hindern die Splatbomb vor dem Erreichen von dem Fox. Ganz komisch. Immer ein harter Gegner, Fox, ne? Nicht nur in Smash 4, sondern auch in diesem Game. Junge. Echt gut, ne? Wenn ich diese Side-Piece nicht machen würde, wäre echt krass. Besser als Online-Foxe. Im Moment, wenn die Bots besser sind als menschliche Spiele. Tot? Ja, immer noch nicht. Ja, weil der Fast voller ist. Ja, ich krieg den nicht tot. Muss schon ein Roller sein. Und ein guter Gim. Ja, das war mal ein schlechter Gim. Schlechter Attempt. Oh, der Snipe. Nice. Das war schön. Ja, seht ihr, was man aus dem Downtilt rausholen kann? Echt nicht bad. Das ist richtig gut Tech-Option dann. Also man kann sehr gut damit dann Tech chasen. Wenn der Gegner nicht liegen bleibt und den Tech misst, wird er meistens überrollt. Der Fox ist echt nicht so schlecht. Ein Parry verzögert sich da manchmal das Timing. Das wollte ich natürlich nicht. F-Tilt ist eh immer Miss-Input. F-Tilt zackt vor Inkling. Was macht der denn da? Ist man Dash-Dance oder was?
Oh, die Neutral Air killt? Das habe ich noch nie gesehen, dass die Neutral Air mal killt. Onstage Neutral Air noch. Der Inkling, der Pinkling. So, Leute, jetzt kommt die Omega Stage und natürlich der infamöse Koopa-König. Guckt ihn euch an. Bowser LP. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert, favorisiert. Nur wegen Bowser. Er übernimmt den YouTube-Kanal. Guckt ihn euch an. Spaß. Okay. Dann wollen wir mal. Bowser! So, mit Inkling ist das nicht schwer, das Matchup ist mega easy. Das sollte problemlos ablaufen. Das ist der Dead Bowser, Knochen Bowser soll es sein. Warum nicht? Junge, die Musik passt mal gar nicht. Scheiße, hätte ich vielleicht einstellen sollen, ich Idiot. Oh, Bowser-Bombe. Und guck mal, der kann gar nichts machen. Bin zu schnell für ihn. Gotta go fast. You're too slow. Da spiele ich nicht mal Sonic. Junge, der arme Bowser. Wird so hart kastriert. Guckt euch das an. Junge, der wird so vergewaltigt. Das Problem ist, er hat mich zwei, dreimal getroffen und ich habe schon so viel Prozente. Das liegt halt daran, dass es ein Amiibo ist. Bowser macht zwar generell auch viel Schaden, aber wird jetzt nochmal mehr, weil es ein Amiibo ist. Aber er ist gut. Das ist easy. Der ist nicht schwer. Der ist wirklich nicht schwer. Sagt auch, to be honest, die Bowser-Amiibo. Oh! Was? Kam der da noch hoch? Hätte ich ja ginden können. Wo war meine Hitbox? Wo ist genervt? Normalerweise ist doch da noch eine Hitbox. Hier. Ah ja, ist nicht mehr, okay. Scheinbar, wo ist genervt? Eigentlich ja nicht. Ich verstehe das gar nicht. Nur der macht nur Smashes und Mutual Air. Was ist das für ein Bowser, ey? Voll schlecht. Junge, der ist so bad. Aber er führt, weil es ein Amiibo ist. Tot? Nein, weil es Bowser ist. Oh Mann. Bowser und Amiibo. Alter. Ich bin tausendmal besser. Es ist unfair. Ich spiele milliardenmal besser als der. Was ist das? Komm schon. Also wer hier nicht merkt, wer der Bessere ist, der hat Tomaten auf Augen. Jetzt reicht's mir aber hier. Junge, der hat mich 4-5 Mal getroffen und ich bin bei meinem letzten Stock schon mal 88. Hallo? Ja, irgendwann ist mal gut, ne? Schluss mit lustig ist irgendwann mal. Backflow? Ja, ist egal. Ich überlebe. Ich darf mich nur nicht mehr grabben lassen von dem. Muss ich auch nicht. Wollte ich wohl sagen, ey. Wäre da noch hochgekommen, dann wäre es Betrug gewesen. Der Pinkling. Wunderbar. Hast auch mal geklärt. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es zur Achterpiste geht. Eine Strecke aus Mario Kart DS. Also Leute, bis dann und ciao.
We'll be right back.